muss ich aber zu Xardas noch. Ich brauche aber unbedingt, ich gehe jetzt mal schlafen. Ich möchte gern die Besessenen heilen. Ich will gar nicht das mit dem Auge Innos jetzt gerade unbedingt machen. Ich möchte die Besessenen, ich möchte da gerne das weitermachen. Das finde ich ganz cool. Das. Aber dafür brauche ich irgendwie. Ich kriege nichts von den Suchenden. Ich würde jetzt nochmal rausgehen und da auf dem Weg die ganzen Wo hast du machen. das denn schon wieder her? Die also Richtung Das ist ja Orlans schrecklich. Taverne. In der Hoffnung, dass ich Ja, dann Mara. irgendetwas Es ist bekomme. sicher. Schlimme Zeiten sind das. Ich verstehe Keiner sieht nicht das ganz. anders. Das weiß doch inzwischen Ich jeder. meine, ich habe zwar Du hast schon auch Loot sogar bekommen, angesehen. aber er hat nichts, Warum soll ich mich wo denn auch ihr riskieren? wisst, kein Ausweis. Schlimme Zeiten sind das. Wenn ich es nicht wüsste. Das ist komisch. Hier auf dem Weg und ich glaube nach oben zum Bauernhof ja auch. Oh, ich könnte. Nee, da stehen so viele. Vino, der entführt wurde. Aber da standen drei. Bisschen schwierig. Da standen drei. Ich würde erstmal die nehmen und bei Akils Hof hochgehen. Und dann zu Lovats Hof. Ja, da stehen halt drei. Aber vielleicht kriege ich genau bei denen das, weil das so komisch ist, weil die ja eben Vino entführt haben. Das kann auch sein, ne? Naja, ich säuber hier mal den Weg. Innen schlecht. Wie man das so macht. Eins. Wir haben keine Zeit. Sag mir nicht, ich brauche jetzt dreimal Eisblock. Was ist denn jetzt los? Vorhin lief das so gut. Er wollte mich gerade anblitzen. Ist denn jetzt schlechter geworden? Ich mach keinen Crit mehr. Warum mache ich keinen Crit mehr? Nicht heilen, nicht heilen, nicht heilen. Okay. Stehe ich nicht. Ist ja komisch. Ich habe bei dem jetzt gar keinen Crit gemacht. Nicht, dass es. Ihr wisst schon, es ist nicht gelevelt, aber. Ja, ist komisch, ne? Richtig komisch. Da oben war auch noch ein. Ja, da war auch noch einer. Jetzt kommt hier der Crit zurück. Ich hätte das vorher sagen sollen, ne? Na, nischt. Der hat mich nicht gesehen. Weiß nicht, ne? Dann, ich glaube, dann, weil Vino entführt wurde. Vielleicht genau deshalb. Ich frage mal, ob der auch Probleme mit denen hat. Gegen deinen Knechten? Was habe ich denn jetzt schon wieder vergessen? Wegen deiner Knechte. Du hast sie mir zurückgebracht. Ach so. Du bist ein mutiger Mann. Nimm dieses Gold als Zeichen meines Dankes. Die Vermissten. Das habe ich auch noch nicht jedem gesagt, ne? Gibt's sonst noch Neuigkeiten? In letzter Zeit werden mir ständig Schafe gestohlen. Ich habe schon einige Nächte nicht mehr vernünftig schlafen können. Wie viele Schafe fehlen dir? Es sind jetzt schon mindestens drei, die verschwunden sind. Okay. Wer kann das getan haben? Ich habe da so einen Verdacht. In der Höhle drüben im Wald haben sich recht üble Gesellen niedergelassen. Ich glaube kaum, dass sie sich nur von Waldbären ernähren. Ich bin fast sicher, dass sich meine Schafe dorthin verflüchtigen. Gut, mache ich nie. Wir machen erstes mit den Besessenen. Sonst noch irgendwas passiert? Meine Schafe verschwinden ständig. Ach, Bald kann das. ich uns nicht mehr ernähren.
Er sagt nichts anderes. So. Er hat aber kein Problem mit den, nennen wir es Kapuzenträgern. Und dann zurück. Dann würde ich zu Vino gehen. Also da, wo so viele stehen. Wenn ich einfach die ganze Zeit Eisblock benutze. So, da hinten steht noch einer. Vielleicht klappt's ja. Ich könnte auch... Ich probiere es einfach mal aus. Ich glaube, das sah aus wie 6, die da stehen. Aber jetzt ist meine Vermutung eher hoch, dass es irgendwie was sein muss. Weil man hat ja den Hinweis mit den 3 Leuten. Ich könnte, weil ich durch die Stadt gehe, nochmal das mit Fernando probieren. Der soll ja auch besessen sein, laut dem Buch. Aber es muss dann was da, irgendwas damit zu tun haben. Weil ich habe jetzt ja schon so viele umgeboxt. Geht ja sonst nicht anders, ne? Deshalb würde ich es einfach so machen. Gehe ich jetzt nochmal. Fernando ist eigentlich im Knast. Bin mal gespannt, wie das funktionieren soll. Von denen habe ich auch noch eine Quest. Naja. Und den Stab wechseln, den Stab wechseln. Wichtig. Schlimme Zeiten sind das. Mein Mann sieht das anders. Der, die Schreine kann ich nicht benutzen. Knast. Ich guck. Fernando war da. Und der andere, der Vino, Fernando, Humor. Ich hab den anderen vergessen. Malak. Ist das ein Bauer? Ist das ein Bauer bei auf dem Männerhof? Ich glaube, ich weiß es nicht. Muss ich suchen. Ich glaube, da hieß es für jemand. Bin mir auch nicht sicher. War nicht sicher. Muss ich da nämlich auch noch schauen. Erstmal Krautstampfer wechseln, sonst Problem und so. Und stirbt hier wieder aus Versehen jemand. Auf Bengas Hof. Sag, okay, dann stimmt es auch mit dem Männerhof. Okay. Deshalb habe ich auch da bei den Schafen, nur einer von denen. Irgendwie da, so sieht er als ein bisschen anders aus. Aber dann Männerhof. Habe ich auch. Irgendwas war da. Ganz dunkel. Klein. Speichern. Weiß nicht, was passiert. Weil das ist ja jetzt hier unterschiedlich. Promo war ganz normal, also besessen, hat mich aber normal angegriffen. Was willst du hier? So einem Typen reden. Ich will zu den Gefangenen. Wir haben das Schwein eingelocht, das den Mord am Paladin Lothar begangen hat. Ja. Der ist tot? Lothar ist tot, was habe ich verpasst? Hä? Wie bitte? Also jetzt habe ich einen kompletten Blackout. Der ist tot? Ach, ich will trotzdem zu den Gefangenen. Ich will zu den Gefangenen. Wir haben das Schwein eingelocht, das den Mord am Paladin Lothar begangen hat. Die Geschichte, okay. Aber trotzdem möchte ich hier durch. Danke, okay. Bennett. Ja, okay, gut, ja. Genau, okay. Da fehlen mir die Infos, weil ich das noch nicht weitergemacht habe. Okay. Machen wir dann was anderes. Ich war gerade verwirrt, ne? Weil ich mir die Infos auch noch nicht gut habe. Ich wollte zu dem Herrn. Ich war im Minental. Lass mich in Ruhe. Jetzt ist die Quest, glaube ich, gescheitert, ne? Wie laufen die Geschäfte? Nicht gut. Früher, als die Barriere noch stand, da waren die Zeiten besser. Die Gefangenen haben das Erz kistenweise aus den Minen geschürft und meine Schiffe haben es zum Festland transportiert.
Und auf dem Rückweg haben sie Nahrung und andere Waren mitgebracht. Aber jetzt, da wir vom Festland abgeschnitten sind, sind wir auf die Versorgung durch die Bauern angewiesen. Jo. Womit verdienst du jetzt dein Gold? Lass mich in Ruhe. Jetzt ist er wieder pisst. Du hast Waffen an die Banditen verkauft. Aber wie kommst du denn auf sowas? Diese Liste mit Waren, die ich einem Banditen abgenommen habe, trägt deine Unterschrift. Diesen Ring hier, der Überseehändlergilde Araxos, habe ich bei den Banditen gefunden. Und du bist ein Überseehändler. Und die Schwerter, die die Banditen bei sich hatten, tragen deine Initialen. Du kannst es ruhig zugeben, ich habe dich enttarnt. Du warst das also. Du hast mich verraten. Das werde ich dir heimzahlen. Dazu müsstest du hier erstmal rauskommen. Aber ich glaube kaum, dass sie dich so bald wieder gehen lassen. Meine Zeit wird noch kommen. Okay, okay, okay. Die Bewohner von Korinis. Auf ausdrückliche Anordnung des greift er mich jetzt an? Sturm, du kannst uns nicht entkommen. Jetzt sieht man ihn natürlich nicht, ne? Scheiße, deshalb habe ich mich gewundert, wie das jetzt laufen soll, ne? Alarm! Das ist ja ein bisschen schwieriger, das jetzt zu machen, ne? Nicht gekämpft, klar. Lass dir das eine Lehre sein. Das ist mein Zeug. Dreckiger Dieb, na warte! Deine Waffe nehme ich mal lieber mit. Bennett, was ist denn jetzt kaputt? Das aggro auf mich, ne? Ja. Sie hauen sich ja den Schädel ein. Hey, du. Wie mache ich denn das dann jetzt? Das ist natürlich ein bisschen blöde. Ich brauche das Buch. Die sind nicht... Ist der jetzt sauer auf mich? Er hat ja nicht mich angegriffen, sondern ihn. Ich brauche mal wieder eine... Also bei diesen Aktionen, ich kaufe mal kurz alle Spruchrollen des Vergessens. Das, also, Bennett hat ein Problem. Ich brauche ja Bennett noch. Aber warum ist er ausgerastet bei dreckiger Dieb? Das waren doch nicht seine Sachen, das waren doch Fernandos Sachen. Ich verstehe es nicht, weil das kurzzeitig als sein Zuhause gekennzeichnet wird und ich den Gehstock mitgenommen habe, der dort auf dem Boden lag? Kann auch sein, ne? Ah, das ist doch ganz komisch. Und ich habe mich gewundert, wie das jetzt klappen soll, wenn er in der, festhängt. Ich habe was anderes gehört. So sieht es aus, wenn man besessen ist. Lieber hinter Gittern sein, dann klappt das vielleicht ein bisschen besser. Ein bisschen. Minimal. Ach, wo laufe ich denn lang? Was? Mache ich mal kurz noch so eine Spruchrolle auf ihn jagen. Ich nehme jetzt auch mal an, dass ich keinen Ärger bekomme. Dass ja irgendwas passiert ist. Weil ja der Wachmann da auch den anderen angegriffen hat und nicht mich. Also Fernando angegriffen hat. Zeig mir deine Ware. Bitte vielleicht, naja, da nicht. Ich nehme mal 5 mit. Ich nehme mal 5 Stück mit. Ich weiß nicht, bei meinem Glück hier. Wieder schwierig. Weiter hoch. Und dann gehe ich jetzt nochmal rein, jag so eine Spruchrolle auf Bennett, weil sonst wundere ich mich vielleicht nächstes Mal, warum es nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob er jetzt so generell aggro ist und ob es noch geht, weil ich jetzt schon kurz Zeit aus der Reichweite war, ne? Das ist doch manchmal wieder komisch. Bennett, der Söldner, mag anscheinend keine Diebe. Ja. Was soll ich damit sagen, ne? Also. Ein schwieriger Punkt, ein sehr schwieriger Punkt. Aber das finde ich echt. Ist etwas unpraktisch gemacht. Vielleicht sollte er in dem Moment nicht hinter Gittern sein. Vielleicht hätte ich das noch nicht einbuchten lassen sollen.
oder wie man es auch immer nennt. Egal. Bruchrolle des Vergessens. Das ist Schlaf. Da oben. Ich will mit dir reden. Ich weiß nicht, ob es jetzt nicht geht, weil er so weit weg ist oder ob da generell was kaputt ist. Hört ihr Bewohner von Kur- Dem könnte ich reden, der ist aber ein Stückchen näher. Wenn ich das jetzt aber öffne, hören wir an. Du bist in aller Munde, zumindest von dem Typen da unten. Ich hoffe einfach, dass das irgendwie jetzt funzt. Ansonsten kriegt er nochmal Vergessen ab oder so. Wie gesagt, ich kann es jetzt überhaupt nicht einschätzen. Ich habe den Almanach nach. Wenn ich jetzt nicht lese, sonst bin ich ja wieder besessen. Den würde ich dann gleich Peruka geben. Der würde dann meine Liste erweitern. Und ich gehe jetzt noch zu Vino, was ich eigentlich vorhatte. Und Malak, wie sagt Männerhof? Das gucke ich dann. Ich möchte jetzt gerne wissen, wie man sich vor den Suchenden schützen kann. Es kann auch sein, dass wir erst alle Bücher dahin bringen müssen nach und nach und dass er es dann herausfindet. Aber er meinte auch, wir sollen ja schließlich irgendwas mitbringen. Dafür keine Finger abschneiden. Das beschäftigt mich die nächsten 20 Stunden noch. So. Machen wir den jetzt auch endlich. Da hinten steht gleich der nächste. Sag mal, was ist das hier? Warum stehen hier denn so viele? Die helfen sich aber auch nicht untereinander, ne? Ich habe auch den Krautstampfer in der Hand. Aber ich habe den Krautstampfer in der Hand wegen Fernando noch. Aber ich weiß nicht, was nachher passiert. Egal. Schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Nein, nein, nein. Ach, pack die Wand an. Und da, man schlägt auf ihn ein und dann zählt es nicht mal, ne? Eigentlich müsste man das doch abbrechen. Ich glaub's ja. Oh, fünfmal hier Eisblock oder wie. Ja, weil Krautstampfer hier so schlecht sind. So gibt's eigentlich... Aua, was war das denn? Wieso habe ich das denn gerade abbekommen? Ach so. Ups. Ich habe mich gerade gewundert. Meinst du, mir geht es besser? Na komm her. Das ist eine Okay, ich bin nicht schnell genug ausgewichen. Das war doch klar. Ach, ich hab nicht. Das muss ich nochmal machen, ne? Na toll. Dann hole ich aber jetzt schon mal die Spruchrollen des Vergessens. Meine Nummer. Das muss ich nochmal machen mit Fernando. Und dann gehe ich zu Vino und pack mir aber den richtigen Stab auf den Rücken. Ich würde niemals Leuten den Finger so irgendwie abschneiden. Natürlich nicht. Das ist vielleicht. Unter Umständen. Es kommt auf die Umstände drauf an, ne? Wenn man mir sagt, muss ich mitbringen. Mache ich das? Aber ansonsten würde ich es nicht mehr machen. Niemals machen. Er erzählt alles weiter. Im echten Leben ist es auch irgendwie leichter als in so einem Game. Braucht man die Auswahlmöglichkeit für. Im echten Leben kann man es einfach machen. Du. Och, deinen Finger nehme ich mit, deinen heute nicht. Hm. Zeig mir deine Ware. Oh, 5 Stück hätte ich gerne.
Dann sehe ich auch, ob es wenigstens direkt was bringt, ne? Mit dann Bennett, wenn er da wieder Probleme hat, dass ich Fernando loote. Das ist echt komisch. Echt komisch. Na gut, aber das mache ich noch und Vino mache ich auch noch. Bei Vino wird es halt schwierig. Also ich nehme erstmal den richtigen Stab. Aber weil da so viele stehen. Und dann kriege ich nachher auch nicht mit, wenn wieder so ein Suchender von hinten kommt und ich mich wundere, warum ich jetzt hier Schläge abbekomme. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Brauchst du eine Sache? Mach das doch gerne nochmal, die Unterhaltung. Gar kein Problem. Dann würde ich aber gleich fragen, wie es ihm geht, ne? Gar nicht sagen, ich habe dich eingebuchtet. Ich kann ihm halt nicht sagen, ihm nicht seine Quest geben, ne? Noch nicht. Kann ich ihn auch einfach rausholen. Illegal. Illegal, er wisst schon, was ich meine. So, wie... Wieder auf nix. Nee, geht's dir gut. Du kannst uns nicht entkommen. Ja, weil er mich greift, er greift mich an und dann kommen die anderen, ne? Erst in dem Moment, wo er mich einmal anschlitzt. Du hast noch nicht mal Gold dabei? Es ist der Gehstock. Wenn ich den Gehstock nehme, ich speichere, rastet Bennett aus. Der Gehstock, der auf dem Boden liegt, wartet. Dreckiger Dieb, na warte! Deine Waffe nehme ich mal lieber mit. Da? Wieso? Bennett, das ist nicht dein Zuhause. Ich habe nicht den Gehstock aus deiner Schmiede geklaut. Ich habe den von diesem Typen in der Zelle neben dir genommen. Es ist der Gehstock. Dann hat Bennett irgendein Problem. Ein großes Problem. Dann brauche ich doch keinen vergessen. Ich habe mich nämlich gewundert, warum das so komisch ist. Dann könnte man ja gar nicht mehr diese Bücher mitnehmen. Und die brauche ich ja für die Quest. Das ist echt komisch. Der Gehstock von Fernando liegt Bennett halt am Herzen. Not my problem. Wieso ein Gehstock? Bennett ist Schmied. Wollte er eigentlich Gehstöcke irgendwie schnitzen oder wie? Sind die special? Kann auch sein. Finde das auch. Ich hinterfrag's einfach gar nicht. Vielleicht besser so. Stab habe ich auch gewechselt. Also, ich mache erst diesen Suchenden, der mich gerade eben von hinten angegriffen hatte, dann den einen, dann war da noch einer und dann kann ich hochgehen, wo immerhin Vino entführt wurde. Das ist für eine Questreihe. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Warum ich mich so aufrege? Mal die NPCs. Wo steht jetzt der andere Dussel? Ich speichere direkt mal hier. Also da ist der, den ich vorhin. Und hier von den... Hier kam jemand... Den hatte ich angegriffen. Der andere stand da dann weiterhin im Blickfeld. Wo kam denn der andere jetzt her? Jetzt wirklich. Ach, nee, ist ein Stadtwachen. Ich wollte gerade sagen, da. Ja, ich weiß nicht. Also hier ist keiner. Und der andere stand da die ganze Zeit noch. Plötzlich nicht da hinten rum vorbeigeschlichen oder ähnliches. Keine Ahnung, ne? Vielleicht könnt ihr sie auch porten, zur Hilfe kommen oder ähnliches. Braucht trotzdem wieder viel, viel mehr Mana. Als gedacht. Ich mach schon wieder kein Crit.
Aber wenn ich keinen Crit mache, dauert das so ein bisschen. Ist es kritisch? Ah, der schlägt. Also nochmal nehme ich einen Eisblock. Muss ich aber. Sonst heilt er sich. Echt viermal. Weg ist es, mein Lieber. Der wollte sich gerade heilen. Oder irgendwas anderes ist da oben eingefroren. Nichts. Nichts. So. Weiß nicht, ich brauche relativ. Ah, sag ich hier. Relativ viel Mana. Ich frag mich jetzt noch immer, wo der eine herkam. Der kam jetzt nicht. Der steht noch immer da. Wo kam denn vorhin der andere Suchende her? Der Joke von mir war sehr kritisch. Alle meine Jokes sind hier. Super duper toll. Will nichts anderes hören. Autsch. Wenigstens jetzt kommt wieder der Crit. Geht doch. So, dann haben wir die beiden. Ich weiß jetzt nicht, wirklich nicht, wo der eine Suchende herkam. Der läuft mir dann irgendwann vielleicht wieder über den Weg. Gehen wir nach oben zur Wienung. Und da hoffe ich, kriege ich jetzt die Antworten, was wir finden sollen. Beziehungsweise zum Malak auch. Ah, ich muss mir die Rune, die Teleport-Rune zu Orlands Taverne von dem Jahr kaufen. Die kriege ich ja nicht gratis. Ist da, es war noch was. So, da stehen halt wirklich drei so eine Dussels. Drei. Kann man das denn schaffen? Weil ich kann jetzt eigentlich hier auf wieder. Dauert ein bisschen. Ich müsste alle drei einfrieren. Nicht, dass ich das mit meinen Skills hinbekomme hier, ne? Acefire und so bringt nichts. Das macht auch keinen Schaden. Das sind drei auf jeden Fall. Und da hinten sehe ich noch jemand anders, kann ich nicht anvisieren. Das müsste dann Bino sein, da hinten. Hat auf jeden Fall was anderes an. Auch wenn ich jetzt einen einfriere, werden die anderen auch noch reagieren, ne? So, jetzt kann ich schon mal hin. Ich hab keine Ahnung. Auch Eiswelle oder so, sonst wird es doch hier gar nichts. Feuerregen, dann ist der andere noch tot. Da ist ja noch einer. Wie soll das gehen? Wie soll ich das machen? Okay, das wird nicht funktionieren. Ich habe keine Ahnung. Feuerregen, dann... Was war das? Dann... Gott. Dann stirbt ja Vino. Ich könnte vielleicht. Ich könnte mal hier Belias Zorn übrigens mal ausprobieren. Ich hätte Unwetter. Ich habe ja auch keinen Feuerregen mehr, ne? Skelette. Ich könnte Skelette rufen, dann sind sie vielleicht abgelenkt. Nee, die sind direkt down wegen Blitz. Aber. Wie man das machen soll. Dahinter steht halt noch jemand. Dafür bin ich zu schwach. Ich bin einfach zu schwach dafür, ne? Ich habe das Leben stehlen. Damit könnte ich mich wenigstens wieder heilen.
Aber es sind drei, das schaffe ich auch nicht. Untot sind. Sind die untot? Ich guck. Die sind nicht untot, ne? So, und außerdem haben sie Magieresistenz, also ich glaube nicht. Wer stirbt denn hier jedes Mal neben mir? Hier muss es irgendwas geben. Ich gehe da mal von der anderen Seite lang. Wartet mal. Also das schaffe ich nicht. Weil von der einen Seite sind auch noch jemand. Aber wenn die einzeln so stehen, dass ich die vielleicht einzeln wegmachen kann. Nicht irgendwie hoch. Der raucht. Der ist da und raucht. Vino, den ich nicht anvisieren kann, warum auch immer. Doch, jetzt. Ich hab hier mega Stress. Ihr wollt mich doch verkackern. Und dann sowas. Es sind vier Suchende. Vier. Wenn ich den, ich weiß nicht, steht der weit genug weg? Die hauen sich ja den Schädel ein. Die hauen sich ja den Schädel ein. Also er steht so weit weg, dass ich ihn aber vielleicht mit Magie bekämpfen kann, ne? Also das kriegen die anderen gerade nicht mit. Aber das dauert so lange, das schaffe ich gar nicht. Die hauen sich ja den Schädel ein. Das würde gar nicht gehen. Ich mache einfach überhaupt keinen Schaden, ne? Wie auch. Ich natürlich schon wieder keine Mana mehr. Ein Feuerball vielleicht, dass ich es damit mache. Die hauen sich ja den Schädel. Die anderen kriegen das auf jeden Fall nicht mit, weil ich gerade weit genug wegstehe. Wäre vielleicht eine Idee, wenn man nicht 10 Jahre braucht und nicht den Feuerball ausgerüstet hätte und vielleicht diesen anderen Umtrunk noch nehmen würde. Die hauen sich ja den Schädel. Wie Schaden mache ich damit einem normalen? Mache ich überhaupt Schaden? Ja, so würde ich das machen. Dann würde ich das so machen. So ausrüsten, dann habe ich noch diesen komischen Trank von Constantino, den würde ich mir dann noch reinkippen. Ich weiß mal, hier auf die andere Seite. Dann würde ich den einen schon mal wegbekommen. Weil da, obwohl die nur 5 Schritte voneinander entfernt stehen, kriegt der eine das nicht mit. Also die einen drei das nicht. Nutzen wir das mal aus, dann hätte ich einen schon weg. Und damit Feuerball. Würde auf jeden Fall besser gehen, als dieses Leben stehlen. Und die anderen Sachen würde ich dann tatsächlich nicht beschwören, weil das kriegen die dann definitiv mit. Wäre auch ein bisschen blöd. So. Oh ja. Weil. Hätte auch großen Feuerball. Vielleicht bräuchte ich das. Schaden max 300. Damit könnte ich die anderen machen, ne? So. Okay, mach ich auch schon mal hier hin. Dann noch aber den Trank, bitte. Also erstmal nochmal speichern. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Versuche ich brauche für meine Idee hier. Aber ich glaube, die. Ich glaube, das könnte was werden. Ja, Trank der Gedöns, ja. Die hauen sich ja den Schädel ein.
niemand mitbekommen? Also die anderen haben das jetzt nicht mitbekommen, ne? Kann man das nicht mitbekommen? Das hier auch? Okay, ich würde vielleicht den einen töten. Ich glaube, wir können einfach zu Vino gehen, weil es die anderen drei nicht mitbekommen. Ich glaube, das könnte wirklich gehen. Ich glaube, das könnte wirklich... Weil die kriegen das, das dauert ein bisschen, bis sie das mitbekommen, ne? Die hauen sich ja den Schädel an. Ah, ich habe vergessen, diesen Trank zu nehmen. Das macht ja richtig krassen Unterschied. Das sehe ich ja jetzt erst. Wie, also ist echt krass, was der Unterschied ist. Ja, hätte ich den mal genommen, wäre günstiger am Ende. Definitiv. Also wirklich, jetzt kackt's aber hier, ne? Also was braucht... Noch mehr geht ja nicht, ne? Ach komm. Ach Gott, oh Gottchen. Das ist so furchtbar. Das war so... Der ist eingefroren. Hä? Der ist eingefroren. Also er konnte sich nicht bewegen, aber... Also nicht bewegen im Sinne von laufen. Das hat man gerade gesehen, als er zu Vino wollte. Aber er konnte mich abschießen. Ist komisch, ne? Finde ich komisch. Finde ich komisch. Na gut, aber jetzt hau ich dir mir den Trank rein. Das ist wirklich ein krasser Unterschied. Das ist ein krasser Unterschied. So, der ist jetzt down. Nehm das mal mit. Vino. Ich speichere mal. Ich weiß nicht, ob Vino schon besessen ist oder ob er nur entführt wurde. Hey. Auf jeden Fall raucht er erstmal genüsslich ein. Was ist los mit dir? Verdammt, verschwinde! Sie werden mich sonst noch töten. Wenn du da hinten lang gehst, nicht... Er war zu laut. Ich bin nicht schuld. Er war zu laut. Ich war's nicht. Weil die haben ihn auch zuerst angegriffen, ne? Er war zu laut. Gut, dann halt nicht. Ich kann die anderen aber nicht fertig machen. Dann müsste ich jetzt... Geh bloß weg mit deiner Magie! Sagst du zu mir, während die da viel mehr Magie anwenden, oder was? Ich glaub's ja. Mit der Magie. Hörst du schlecht? Ja. Das macht man so. Das ist, Okay, Vino ist aber tot. Das war nicht so gut. Wir haben Vino getötet. Ich habe ein gehört. Ich war es nie, selbst wenn ich es war, war ich es nicht, ja. Ich müsste schneller mich hoch, also wieder hochheilen, Mana gedönsen und die durchgehend einfrieren, ne? Die hauen sich ja den Schädel an. Die hauen sich ja den Schädel an. Hallo.
Jetzt muss ich schon wieder anfangen mit Eisblock. Und ich glaube, jetzt habe ich zu wenig Mana dafür, dass das funzt. Ja. Die hauen sich ja den Schädel an. Ja. Wie soll das funktionieren? Manchmal anders, funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Ich habe keine starken Zauber dafür. Das geht nicht. Der Eis, das geht nicht. Das wäre einfach mehr als Verschwendung. Ich dachte, ich krieg den da vielleicht weg, wenn einer von denen tot ist. Keine Chance. Ich brauche erst einen besseren Zauber. Dings. Das ist jetzt ein bisschen schade wegen dieser spirituellen Weisheit, die scheinbar noch aktiv ist, obwohl gespeichert war. Aber okay. Das muss ich verschieben. Da brauche ich einen guten dritten Kreis erstmal. Wartet. Ich nehme die Spruchrollen. Sind die nicht nur ausgerüstet? Kommt. Nee, sind nicht ausgerüstet. Ich habe doch den großen Feuerball. Dann würde ich das machen. Da kann ich zwei auf jeden Fall erstmal beseitigen. Nee, nicht das. Ach, kommt. Ach, das bringt doch. Eigentlich bringt das alles nichts. Doch auf der 8. Warum will er das nicht nehmen jetzt? Bei dem wollte er es nicht nehmen. Geh bloß weg mit deiner Magie. Ich habe nicht lang genug gewartet. Okay. Nee. Meine Idee war gewesen, ich müsste aber erst alle einfrieren. Dann nochmal Mana-Tränke nehmen. Dann kann ich einen, wenn ich Glück habe und noch genug Zeit habe, so viel diesen Feuerball aufladen, dass der definitiv stirbt. Das ist mir zu viel Stress, das mag ich nicht. Das ist zu viel Stress. Wenn man einfach nichts, also keine guten Sprüche oder sowas hat. Das ist echt mega, das ist anstrengend. Das ist anstrengend. Die hauen sich ja den Schädel an. Digga, visier den in der Mitte an. Nee, ist zu anstrengend, da habe ich keinen Bock drauf. Mach ich, wenn ich Level 50 bin. Ich habe kurz überlegt, aber nee. Einfach nur nee. Dann kann ich jetzt nur noch einmal den einen Eimer nach ein Kloster bringen und schauen, ob sich irgendwas ändert. Genau. Das könnte ich noch fertig machen auf jeden Fall. Und dann geht das mit den besessenen Sachen erst, wenn ich einen besseren Zauberspruch habe. Dann müsste ich aber nach Jakenda den Wassermagiern und da noch mal gucken, was... Ich hatte ja Eislanze damals nicht genommen, aber mal gucken, was die noch können für den nächsten Kreis, ne? Na, ich gebe das jetzt auf jeden Fall noch schnell ab, was ich von Fernando eingesammelt hatte. Und dann mal gucken. Also wenn ich mich dann porten kann in 10 Jahren. Jetzt bin ich stinkig, ne? Weil jetzt bin ich schon wieder dumm. Bin ich schon wieder blöd. Ich krieg, also... Wieso ist Vino so blöd? Ich hätte mich einfach da hinten angeschlichen. Das kann er nicht. Das ist zu viel. Das ist dann einfach schon wieder zu viel. Das kriegt er nicht hin. Hilton konnte nur Windfaust. Ich will kein. Obwohl Windfaust konnte er im zweiten Kreis. Was kann er denn noch? Ich will neue Zauber lernen. Windfaust. Keine Windfaust. Windfaust ist gut. Ich gebe das ab. Löst aber, wie gesagt, das eine Problem nicht. Ich könnte da nochmal mit Karas reden, ob er dann mehr weiß, wenn ich jetzt schon den zweiten Büchlein abgegeben habe. Naja. Ach, die Quest mache ich wann anders. Hier geht es erstmal um wichtige Sachen. So. Besessene. Ich kann noch mehr berichten über die Besessenen. Sprich, Bruder. Ich habe einen weiteren Almanach gefunden. Das ist gut. Ich fürchte jedoch, dass es noch mehr davon zu finden gibt. Suche weiter. Nimm dies. Mit dieser Aufwendung des Klosters wirst du dem Bösen besser begegnen können. Und denke daran, ab und zu in meinen magischen Brief zu sehen. Es ist möglich, dass sie es auch noch bei anderen versuchen werden, die bisher noch nicht in den Almanachs zu lesen waren.
Finnagold. Ach, und Vatras. Ich habe mit Vatras gesprochen. Ah, gut. Wo ist er? Er bereitet ein Ritual am Sonnenkreis vor, um das Auge Enos zu heilen. Wenn das wahr ist, dann gibt es vielleicht doch noch Hoffnung. Vatras möchte, dass Xardas und du ihm dabei helfen. Was? Xardas wird auch da sein? Ja. Das ist doch nicht dein Ernst. Hey, das war nicht meine Entscheidung. Vatras besteht darauf. Immer wieder dieser Xardas. Ich kann es nicht mehr hören. Es kann ja fast gar nicht mehr schlimmer werden. Doch. Wer sagt mir denn, dass Xardas nicht mit dem Feind unter einer Decke steckt? Ich kann Xardas nicht vertrauen. Ganz egal, wie sehr wir ihn auch brauchen. Es tut mir leid. Aber unter diesen Umständen kann ich Vatras nicht helfen. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ohne dich geht es nicht. Vatras kann das Ritual sonst nicht durchführen. Du wirst Xardas vertrauen müssen. Ich muss gar nichts, hörst du? Ich habe nicht den geringsten Beweis dafür, dass Xardas nicht gegen uns arbeitet. Ich kann das nicht tun. Was wäre, wenn ich dir diesen Beweis liefern könnte? Ich fürchte, das ist unmöglich. Es müsste mich schon sehr beeindrucken. Was Xardas angeht, habe ich meine Zweifel, ob es ihm überhaupt noch gelingen wird, mich zu beeindrucken. So steht es in den Heiligen Schriften. Ich muss mit Xardas reden. Mache ich nicht jetzt, das mache ich dann beim nächsten Mal. Ich gucke jetzt einmal kurz in den magischen Brief rein, ob sich das geändert hat. Und mit Karras rede ich auch noch, ob der schon mehr weiß. Muss ich zu Malak gehen, dann hätte ich doch in den Eimer nachgucken sollen. Shit. Das hätte ich dir vorher sagen können. Shit. Jetzt sind die Türen zu. Und sind jetzt die Türen zu. Nächstes Mal sind die wieder sperrangeweit geöffnet, ich sag's euch. Nicht der. Bitte. Hey. Ich habe das Auge Enos zurückgebracht. Ich bin erleichtert, dass es dir gelungen ist, dem Feind das Auge zu entreißen. Ja. Aber die Gefahr ist nicht gebannt. Das Böse schmiedet weiterhin Pläne und geht ungewöhnlich aggressiv vor. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ach, mach dich nicht über mich lustig. Die Lage ist ernst, sehr ernst. Und wir wissen nicht, auf wen wir uns verlassen können. Dem Feind ist es schon gelungen, den Novizen Pedro in Versuchung zu führen. Auch bei vielen anderen könnte er Erfolg haben. Oh ja. So, weiß er jetzt schon was? Gibt es einen Schutz gegen die mentalen Angriffe der Suchenden? Keine Ahnung. Dazu weiß ich noch zu wenig. Frag mich später nochmal danach. Was macht das Studium? Ich bin noch mit der Auswertung der Indizien über die Suchenden beschäftigt. Sobald ich was weiß, werde ich dich natürlich direkt unterrichten. Ich kann auch nicht nochmal fragen, was genau ich denn jetzt hier bringen soll, ne? Das hilft mir dann auch noch nicht weiter. Okay, das heißt... Okay, los, ja, ja. Die Quest von dem Typen habe ich voll vergessen, ne? Haben wir auch noch von dem komischen, der da hinten sitzt. Nicht Pyrokat, der auf der anderen Seite. Und... Vino, ich weiß nicht, wie ich Vino befreien kann. Dazu muss ich stärker sein, viel, viel stärker. Und auch wegen den Mana-Kosten. Das sind ja Mana-Kosten am Maß. Außer ich mach's halt mit den Spruchrollen. Dann brauche ich aber... Muss ich richtig viel Kohle für ausgeben. Also großer Feuerball wäre schwierig. Und Malak hätte ich noch offen. Genau. Malak könnte ich mir noch angucken gehen. Also Vino schaffe ich heute nicht mehr. Da muss ich mir einen anderen Plan für machen und erstmal stärker werden. Zu Malak könnte ich hinrennen und mir anschauen, ob das möglich wäre. Das würde ich mir noch anschauen und der andere bleibt dann erstmal offen. Ja. Und speichern. Dann gucke ich mir das noch schnell an und dann bin ich quasi damit erstmal durch. Heute. Ist er noch heute, genau. Aber Maler gucke ich mir nochmal an. Sonst vergesse ich den. Und ich würde gern wissen. Ich habe ja nicht in den Eimer nach reingeschaut. Das war ein bisschen bescheuert. Was ist, wenn er jetzt einfach meine Liste nicht erweitert hat, also Pyroka? Ist auch schade drum. Aber wenn da jetzt bei Malak jetzt auch so viele stehen oder der auch entführt wurde wie Vino,
sehe ich das jetzt nicht, dass ich das mache. Ja. Naja. Achtung. Ich glaube, hier renne ich auch an einem vorbei, ne? Hier sind, glaube ich, auch noch ein paar von den tollen Kapuzenträgern da. Hey. Nein, 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 nein. Ich bin gerannt. Nein. Gar nicht. Zeit und so. Ich bin nicht klein. Ach, das ist ein unbeklemmendes Gefühl. Natürlich. Es ist ja nicht eigentlich eine Wahrscheinlichkeit drin. Ich bekomme das irgendwie ganz, ganz oft ab. Naja. Ja, ich gehe mal hier lang. Wer weiß, was da hinten noch steht. Ich glaube, da stehen auch noch ein paar. So. Nachher wurden die hier komplett überfallen. Ist ja irgendwie alles irgendwie anders. So, bin mal gespannt. Der muss hier irgendwo sein. Gehen wir erstmal mit Benga. Vielleicht wurde er auch entführt. Und Pardos ist ja wieder zurück. Ist Pardos wieder zurück? Ja, er ist drin und ruht sich aus. Danke für alles, was... Schon gut. Warte, ich würde dich ja entlohnen, aber ich habe selber nicht... Vergiss es. Wie ist die Lage? Malak ist verschwunden und hat alles und jeden mitgenommen, der für mich arbeiten wollte. Er sagte, er wollte in die Berge. Er hat es hier nicht mehr ausgehalten. Die Horden von Monstern, die täglich aus dem Pass aufs Weidenplateau kommen, machen mich ganz fertig. Wenn ich wenigstens ein paar Helfer oder Söldner hätte. Es gab sogar schon mal einen, der für mich arbeiten wollte. Er hat es dann aber doch nicht getan. Ich glaube, Wolf war sein Name. Da war ja was. Das wird schon wieder. Ohne Malak läuft hier gar nichts mehr. Wenn nicht bald etwas passiert, muss ich meinen Hof aufgeben. Hoffentlich kommt er bald zurück. Oh Gott. Der ist ja nicht da. Ich glaube, hier gab es eine Abkürzung. Er ist doch da. Ich wollte nur kurz mal gucken. Wieso fehlt denn der jetzt schon wieder an Ort und Stelle? Das kann ja nicht sein. Das kann nicht sein, ne? Kann ich mich da vorbeischleichen? Ich habe jetzt keine Lust, gegen die Suchenden zu kämpfen. Es bringt ja nichts. Ich bekomme ja nichts von denen. Also ich bekomme ja halt wirklich nichts. Aber hier hätte ich doch eigentlich ein paar... hier auf dem Weg zumindest vorn weggemacht gehabt. Und da hinten steht noch einer. Ja, super. Das mit Malak will ich jetzt klären. Aber der wird doch nicht ausrasten, wenn er alle anderen Bauern mitgenommen hat. Obwohl, dann ist recht. Wahrscheinlich am Ende dann erst recht. Wolf muss ich dann auch noch dahin schicken. Das ist hier ein endlicher Kreislauf, der niemals aufhört. Speichern, ich glaube, da passiert gleich was. Bestimmt wieder von hinten mit dem Blitzschlag angegriffen. Aua. Gut, es braucht wieder ein bisschen mehr. Jetzt mache ich schon wieder keinen Crit. Macht doch Spaß. Das ist doch Freude pur. Und dann gucke ich mal, ob ich Malak helfen kann oder nicht. Und ansonsten ist das auch dann beim nächsten Mal dran. Und Wolf muss ich dann da noch hochschicken. Der sucht ja noch einen Job, hatte er gesagt. Es ist ihm da zu öde. Ich habe übrigens keine Mana mehr. Ich hoffe, der geht jetzt mal demnächst down. Das kann nicht sein, ne? Der heilt sich gleich. Komm, komm, komm. War knapp. Ich weiß nicht genau, wann die sich heilen. Krautstampfer. Speichern. Ich schau nach Malak. Ist er besessen? Ja, das sag ich ja. Okay. Auch diese Seele wirst du nicht mehr retten können, Magier. Er wird nie mehr zu den Seinen zurückkehren.
Ach du Scheiße. Die anderen rennen weg. Ach du Scheiße. Es ist dann schon hart, ne? So blockt er. Also viel, ne? Mit seiner Sichel hier. Die Frage ist, wann kommen die anderen wieder oder auch nicht? Der hat dann Probleme. Und ich werde das nicht lösen können mit der Quest. Okay, die kommen jetzt wieder. Warte mal. Du brauchst Hilfe. Du brauchst Hilfe. Ich will einfach nur nach Hause. Ich gehe zurück zu Bengar. Ich hoffe, dass er noch lebt. Ich glaube. Warte mal. Die sind kaputt. Die sind alle jetzt kaputt. Die sind alle kaputt. Das ist alles kaputt. Also, die Bauern gehen jetzt, glaube ich, wieder zurück. Und Malak auch. Das ist aber kaputt. Ich schicke noch ganz schnell Wolf dahin. Das ist kaputt. Weil er geht zurück zu seinem Spot. Aber dadurch, dass ich gesagt habe, du brauchst Hilfe und ich dachte im Sinne von zu den anderen hat mir gesagt, du bist besessen. Und er sagt, ich will einfach nur wieder zurück nach Hause. Ich mache hier gar nicht jedes Game kaputt. Ich weiß nicht, was das ist. Ich war das nicht. Das ist, ich finde das sehr komisch gerade. Das muss so. Das sind Features. Wolf, kann ich dir noch schnell dafür schicken? Ich habe vielleicht einen Job für dich. Auf Bengars Hof. Das hören. Der Pass zum Minental mündet genau in Bengars Bauernhof. Er hat Probleme mit den ganzen Biestern, die sich durch den Pass zwängen. Jemand müsste Bengars Hof verteidigen. Das wäre was. Dann wäre ich wenigstens weg vom Hof hier und muss nicht mehr auf die Schmiede starren. Gut. Das macht 800 Goldmünzen. Hey, wir sind stolzer Preis. Tja, für einen von uns würde ich es fast umsonst machen, aber für dich... Ich wollte gerade sagen, war das früher nicht mal günstiger? Hier ist dein Gold. Gut, dann wollen wir mal den Biestern auf die Pelle rücken. Mal sehen, wen ich hier auf dem Hof noch anwerben kann. Wir sehen uns. Das ist so ein 800, das war früher echt günstiger. Jetzt gehe ich ganz schnell zurück, kontrolliere die Lage und dann bin ich durch. Vielleicht wird das ja auch immer resettet, weil Malak ja eigentlich noch nicht zurück sein sollte. Wenn ich Glück habe, wird es resettet. Keine Ahnung. Ach, Dick. Okay, der Söldner geht auch mit. Ich renn da kurz mal hinterher. Also, hin und dann. Ich kann die ja eh nicht reinigen. Sich das anhört, reinigen. Aber dann weiß ich, wo ich Malak suchen kann. Also entweder steht er da unten alleine ohne Bauern oder alle werden wieder zurückgesettet. Resettet? Du wisst schon. Ja, ich weiß es nicht. Dann steht er da oben und dann steht er auf seinem eigentlichen Platz und ich sag zu ihm, willst du nicht wieder zurück? Der Dings ist jetzt sicher. Normale Bauern. Ich sag Bengar, dass die da sind wieder. So, Malak ist wieder da. Wie doof. Ich hab dir den Söldner besorgt, den du wolltest. Ich hatte noch nie so jemanden auf meinem Hof. Hoffentlich geht das gut. Hier, nimm dies. Danke. Ich denke, das kannst du gebrauchen. 400 Gold, wenigstens die Hälfte. Genau das habe ich auch gesehen. Malak ist wieder da. Das wurde auch Zeit. Ich dachte schon, ich würde ihn nie wiedersehen. Was? Ist der jetzt gesäubert? Ich hätte dir vorher sagen können. Das wird schon wieder. Malak ist zwar wieder da, aber die Situation hat sich kaum verändert. Wenn kein Wunder geschieht, werden wir hier alle noch zugrunde gehen. Ich weiß. Ich glaube, das hätte nicht so sein sollen. Ich nehme es mal stark an, es hätte nicht so sein sollen, was jetzt passiert ist. Hier den Almanach würde ich lesen. Ich bin eh besessen. Dann gucke ich mal. Das kenne ich. Nee, es sind die gleichen. Also Vino ist dann noch offen, dass ich zu dem einfach nicht hin kann. Okay. Dann würde ich aber beim nächsten Mal machen.